Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge von Witcher 3. Und wir reisen jetzt erstmal zum von Everick Anwesen. Und dann sehen wir mal, was dort so los ist. Es muss ja was Beklopptes sein als Aufgabe. Sonst würde uns Olgir die ja nicht geben. Kendrick! Kendrick! Nee, das ist kein Trick. Hey, kannst du mich hören? Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Götter, hast du mich erschreckt? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitin, was mache ich hier bloß? Ja, keine Ahnung. Kendrick, wer ist denn das? Wir sind Partner. Wir steigen in verlassene Häuser ein. Irgendwas finden wir immer. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Den Hinterbliebenen. Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Mhm. Schickes Anwesen, wirklich. Suche nach dem Komplizen. Durchsuche das Gelände mit Hilfe deiner Hexersinnen. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Ja, mit deinen Hexersinnen vielleicht, Kollege Schnürschuh. Jemand kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Frischer Dung. Ist schon dumm. Von ihm aufnehmen. Und nur untersuchen. Mhm. Jemand kümmert sich also um die Beete. Jemand kümmert sich hier um alles. Ah. Wir kommen hier nicht rein, ja? Mal gleich hin. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Hallo. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Das hat jetzt aber nichts hier schon wieder mit der wilden Jagd zu tun, oder bitte? Ah, hallo, ein schwarzer Hund. Ein Grab? Hier? Oh, ein Süßer. Darf man den streicheln? Was machst du an einem Ort wie diesem? Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. Ach. Ich muss den doch streicheln. Eine Ahnung von nichts hat dieser Gerd. Was ist das hier? Hm? Das Holz ist komplett verrottet. Ich mag den Hund auch. Ja. Ist so ein Süßer gewesen. Und auch so ein Lieber. Was haben wir denn hier? Chlorin, Chloren und einen goldenen Pech. Jetzt noch mit einem goldenen Löffel hier jemanden finden. Ah, Bienen. Bienenstöcke, gepflegt aber in Winterruhe. Keine lila Rose,
Vielleicht irgendwo hinten. Untersuche den unteren Garten. Untersuche den hinteren Garten. Ja, da kommen wir bestimmt nachher raus. Ich weiß halt nicht, soll ich jetzt erst nach dem Komplizen suchen oder soll ich halt nach dem Garten gucken? Das ist jetzt schon wieder so ein Ding. Das regt mich schon wieder auf. Das Seil sieht neu aus. Der Eimer ist repariert. Nachher machst du dann ein was davon, weißt du, und darfst das andere nicht mehr machen. Da vielleicht. Das Werkzeug ist unheimlich gut sortiert. Unheimlich. Das Bett ist frisch gemacht. An normalen Tagen sind 5 Liter ein Pensum. Aber dass ich vom Trinken derart häufig. Ja, nicht nur bei. Also früh. Ach Gott. Nee. Nicht in den Mengen. Ich muss schon sagen, wenn ich viel trinke, brauche ich auch viel Biopausen. Das ist schon wirklich so. Wenn ich jetzt irgendwo komplett unterwegs bin, wo ich. Ja, ne? Wenn ich nicht haufenweise trinke, dann komme ich auch 5 Stunden ohne aus, ohne wohin zu gehen oder 10. Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Auch wenn. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Nicht. Seelen einer Ehe. Ist immer noch nicht. Okay. Geklopft fällt drin erstmal alles irgendwie. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Woher weißt du, dass das ein Verwundeter ist? Fußspuren. Jemand, der den Verwundeten hier lang geschleift hat. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Hä? Wenn, dann gehen die dorthin. Guck doch mal hin. Die Schuhe laufen noch eindeutig in diese Richtung, anstatt von dort zu kommen. Geralt erzählt nur Quatsch, ne? Die ganze Zeit. Schwarze Katze. Sieht überhaupt nicht komisch aus mit den. Hier ist es. Mit den weißen Augen. Was ist das? Gräbt da jemand? Weil er Hexersinne hat, die ihm das sagen. Leichen bluten nicht lang. Das Schlimme ist, es kann keine richtige normale Katze sein. Die haut nämlich nicht ab. Und faucht uns auch nicht an. Ein Dietrich muss dem anderen Dieb gehört haben. Mhm. Wird da hinten jetzt gerade der Dieb vergraben, ja? Wird der Dieb jetzt Dieb vergraben? Very deeper deep.
In Deep Storage. Aua. Aua, aua, aua. Hello, motherfucker. Gräber. Ohne Grabstein. Aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey. Hörst du mich? Ach, Geralt, meinst du, dass das so eine gute Idee ist jetzt? Echt? Der andere Dieb. Verstümmelt. So verstümmelt ist der gar nicht. Eldenring, Boss. Huch, was bist du für einer? Verdammt. Du bist ja ein Hübscher. Pedel? 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 Pass auf, dann nehmen wir mal. Was nehmen wir da mal? Ist ja kein. Ist das ein Geist? Das ist doch kein Geist, oder? Nein, egal. Geister. Okay, dann pass auf, dann klatschen wir hier ein Geisteröl drauf. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Aha. Wenn der die killt, dann heilen die den. Ah ja, okay. Das macht aber nichts. Das ist auch so schnell. Ja, und das war's. Mach's gut, mein Kleiner. Ich bin ja die ganze Zeit gar nicht da. Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Na komm, Gaunter. Zeig dich doch einfach. Weiß doch, dass du es bist. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ach so, okay. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Ja, klar. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Tackert seine Finger wieder fest. Ach nö, alles gut. Respekt, bei der anderen hat es deutlich länger gedauert und sie hat es nur geschafft, indem sie ihn eingefroren hat. Ja, ach nö. Ich glaube, wir sind einfach für das Level halt immer noch total overpowered. Naja. Nee, und dann, ich sag mal, die Waffe passt eigentlich und die Skillung passt, also, ja. Ja. Also Waffe und Skillung ist, glaube ich, hier schon wieder ganz wichtig und vor allem, als ich dann anfangen konnte, die einzelnen
Viecher da kurz platt zu machen. Und als ich das gecheckt habe, ne, dass er die killt, die Geister, und dann sich heilt, ist es total einfach. Und dann zählt das aber wieder als Kill. Und damit habe ich meine Crit-Chance verbessert und dann war es wieder relativ was gut. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zu Diskretion verpflichtet. Mhm. Okay. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Mensch. Antwort als diese. Später. Okay. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Ihr wollt mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass die dort oben noch lebt, oder? Spaten des Pedells. Lul. 10% des bewirkten Schadens wird zu Vitalität. Nice. Ja, nee, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Ganz im Ernst. Ich kenne diese Gottheit nicht. Seltsam. Olgierd kommt mir gar nicht fromm vor. Wir müssen immer noch so viel wie möglich über ihn in Erfahrung bringen, ne? Also, ihr kennt mich, ich gucke sowieso immer gerne komplett nach, was los ist, aber gerade bei Olgierd, weil der mir so viele Fragezeichen in den Kopf reinwirft. Du hast nicht gefragt, ob sie noch lebt, sonst hätten sie es dir gesagt. Ja, gab ja keine Möglichkeit. Die Diebe wollten die Statue wohl mit Seilen runterlassen. Dann hat sie etwas vertrieben. Ja. Pedell wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, ja, also wir müssen weiter gucken. Es nützt nun alles nichts. Ah, das nehmen wir mit, ne? Ehe die nächsten Diebe hier kommen. Oh. Samen und Zwiebeln. Hier gärtnert immer noch jemand. Jetzt nicht mehr, Geralt. Jetzt nicht mehr. Noch ein das hast du kaputt gemacht. Der Pedell begraben hat. Ja, das ist korrekt. Oh, warte mal. Hat's hier gerade... Ne, okay. Ich dachte, hier lag noch irgendwie etwas Kleines, so, was halt immer so diesen leuchtenden Schimmer hat, aber ne. Keine Notiz, kein gar nichts. Okay. Gut, dann gucken wir uns den Dieb hier oben natürlich nochmal an. Ja. Der ist nicht sehr deep. Ah, da haben wir noch was. Ist der? Verzierte Bürste. Mit Blumenmuster. Hübsch. Okay, schade. Ich dachte irgendwie eine Notiz oder ja, irgendwas in der Richtung. Ich hoffe ja, dass wir drinnen eventuell noch ein paar Sachen herausbekommen. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass sie noch lebt, die Iris. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was mit. Vielleicht noch den Schmerz, den sie
erfahren hat, den sie vielleicht, naja, niedergeschrieben hat oder so. Keine Ahnung, vielleicht geht da eben noch was in der Richtung. Mal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal rein. Das ist alles nichts. Keine Sorgen, Thomas, bald wirst du im Bilde sein. Okay, danke. Das freut mich, wenn das noch so kommt. Das heißt Kehr Morhen. Oder Kehr Trollde, aber doch nicht Kehr Um. Das habe ich noch nicht gehört. Kehr Um. Naja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Oh, okay. Wo war denn ich? Ah. Hat aber auch jemand rumgewütet, ne? Mensch. Da kommen wir nicht hoch, okay. Nein! Wollte ich doch noch dran. Ich darf mich bitte weiter umgucken, oder? Ach, wie süß. Ich muss vorsichtig sein. Ach, Quatsch. Okay, da ist noch eine Tür. Zweig. Das können wir jetzt aufschließen. Okay. Hier kommen wir nicht durch, oder? Jo. Okay. Alles klar. Ich kann nur hier lang. Ich verstehe. Na gut, okay. Guten Tag, die Damen und die Herren und die Wesen und die Geschlechtslosen und die Körperlosen und die Geisteslosen und überhaupt. Das heißt, kehrt den Hof. Ach so, ja, okay, gut. Dann so. Ophirischer Kilitsch. Ein Kilitsch? Na, das finde ich aber Kilitsch. Wie unser guter Pavel Kulitschka sagen würde. Hallo, die Dame. Kann ich Ihnen... Sie sehen ja komisch aus, du. Aber naja, gut, man soll ja nicht nach Äußerlichkeiten, ne? Und so. Machen wir nämlich auch nicht. Gut. Iris, das geht so gut. Was zum Teufel war das? Ja, das weiß ich auch nicht. Muss wohl ein Windzug gewesen sein. Hören wir uns das... Hier schreit auch ständig irgendwie was. Das ist schon cool. Entschuldigung. Iris ist das Skizzenbuch. Schade, können wir uns nicht angucken. Na gut. Leute, ne? Die schreien hier wieder rum. Ich habe Angst. Ja, dann komm her. Kann dir vielleicht helfen? Na gut. Oder halt auch nicht. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Hier spricht ja keiner. Volgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Mhm. Ah ja. Gut. Da kommen wir natürlich nicht durch. Klar. Kann ich hier aufschließen? Schlüssel benötigt. Das ist dann ein Nein. Okay, gut. Wir gucken weiter. Da kommen wir wieder nicht hin. Okay, da oben ist noch was Interessantes. Ah, was ist denn hier? Guten Tag.
Die Hausentität, wie geht es Ihnen? Was kann mir die Hausentität über dieses wundervolle Häuschen hier sagen? Überhaupt irgendwas? Schade. Na gut. Ausmachen. Nee, mach mal wieder an. Uah, das ist so gruselig. Ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Peter muss den Tisch noch decken. Also jetzt wäre es ja geil, wenn man die Stühle einfach wieder nehmen könnte und wieder ranstellt. So. Oh, na gut. Okay. Ja gut. Schade. Ich mach mal die Lampen wieder an hier, ne? So. Sieht doch schon viel besser aus. So ein bisschen Licht einfach, ne? Für einen Unterschied machen können. Ich habe so dieses leichte Gefühl, man möchte mich hier nach oben bringen. Ja, weiß auch nicht. Ja, das jetzt wieder kommt. Ah, hier sollte auf jeden Fall noch mal ein Fachmann ran, ein Fachmensch ran, oder eine Fachentität. Denn hier zieht's nämlich ganz gewaltig. Das kann doch nicht gesund sein. Wie soll denn da hier die Hausentität in Ruhe irgendwas... Was ist das denn? Wie soll die denn in Ruhe hier irgendwie schlafen können oder sowas? Das geht doch nicht. Leute, das ist nicht gut. Warte, ich muss hier noch das. Die Hanffaser, die ist natürlich. Also die, ne, ist die ganze Zeit, die bleibt so. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Boah, das ist ja deep. Ich komm hier nicht mal raus. Hm, Brandschaden. Interessant. Echt? Warum ist das interessant? Weihe uns doch mal in deine Gedanken mit ein, Gerald. Ist das jetzt dann schlimm, wenn hier ein Brandschaden war und wir jetzt hier mit einer Fackel in der Gegend rumrennen? Hier kommen wir natürlich nicht durch, ne? Nee, ist klar. Gut, also müssen wir draußen über den Balkon und dann einmal nach drüben. Ist ja in Ordnung. Will bloß nichts verpassen. Oh, warte. Mal hier noch rum. Ah. Ja, gut. Wir kommen auch ganz erfolgreich rum, aber dann gibt es da nichts Interessantes. Gut, okay. Guten Tag! Die Entität, wie geht es? Oh. Ah, gut. Ich muss hier nochmal das Geisteröl auffrischen. Hm. Warte mal, hier. Der Bedell mag einen grünen Daumen haben, aber er ist keine Putzfee und auch kein Innenarchitekt. Die ungeplanten zusätzlichen Belüftungsöffnungen sind kontraproduktiv der Heizkosten. Ja, das stimmt. Ja. Das ist jetzt Ironie, ausgerechnet da ein Handwerkerbuch gefunden zu haben. Ja. Okay, ja, so. Hauserscheinung. Was ist denn los mit Ihnen? Hm? Warum? Was sind Sie denn heute wieder so?
Ach, da kommt die nächste, ja. Wie schön die immer kreischen und quietschen. Dann geht sie wieder da rein, ja. Ach so, da komme ich nicht lang. Okay. Ich dann lang? Da komme ich bestimmt auch nicht weiter, ne? Ja. Das Schrein hat ja fast gepasst, ne? Ich wusste es doch. Wir müssen das irgendwie dann, ne, schaffen, dass die beiden hier... Was zum Teufel war das? Oh, es brennt. Ja gut. Warte, ich mache noch ein bisschen Feuer dazu. Ja. Wo nach wo müssen wir dazu, ne? Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Ach so, okay. Alles klar. Okay. Das ist das und hier ist alles klar. Gut. Jo, na dann. Mal da rein, ne? Dass die nicht mehr am Leben sein kann, sollte ja jetzt noch jedem klar sein. Glaube ich. Der halbwegs Verstand hat. Da liegt sie. Oh, was haben wir hier? Porträt von Iris und Albiert. Oh. Ich dachte, die Ziege passt, Alter. Na ja, gut. Okay. Okay. Ja, der Loot, der interessiert mich jetzt nicht. Ich dachte, eventuell gibt es hier noch irgendwas, was ich wissen muss oder sowas. Ich will ja die richtige Entscheidung treffen. Irgendwie. Wem auch immer zu helfen oder was auch immer zu tun. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Oh. Hm. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Was? Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb. An Trauer und Einsamkeit.
Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everick zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ihr Geist ist rastlos und zornig. Greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everick hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Ach, wir sind doch jetzt nicht seltsam. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. ich bewege mich nicht. Auf damit. Ach so, finde einen passenden Ort. Ja, okay. So, warte mal. Oh Gott, das kann man aber sehr schwer erkennen. Ja, okay, ja. Ja. Das soll wohl die lilane Rose sein, die er in der Hand hat. Nee, das habe ich wirklich nicht gesehen. Muss ich zugeben. Kann man es. Ist halt auch so klein, ne? Warum haben sie das nicht so groß gemacht wie. Naja. Ja, okay. Da ist die Rose. Na ja, gut. Gut, alles klar. Aber. Das Ganze hier weiterzumachen, machen wir natürlich in der nächsten Folge, ne? Und dann schauen wir mal, wenn wir danach alles gefunden haben, ja, was dann mit Olgierd passiert. Reimt sich sogar. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.